gleich so ein Klatschen, weißt du, so erste Dings da. Guten Abend allerseits. Ich heiße herzlich willkommen zu unserer allerersten inoffiziellen Community-Podcast. Heute, die Teilnehmer, die wir heute haben, sind meine Wenigkeit, BC Giant, unseren Chucky, unseren Champ und Dark Fog. Kurz ab, für die, wo jetzt nicht wissen, was der Ziel dieser Podcast ist. Es war die Idee von uns Streamern, mal so eine allgemeine Community-Podcast zu machen, um das Spiel Neulingen näher zu bringen, um gewisse Themen mal anzusprechen um allgemein ein paar Sachen mal untereinander zu diskutieren und, wie gesagt, das Wissen, das wir jetzt über die letzten Monate gesammelt haben, an die Community weiterzugeben. Ein paar kleine Side-Facts allgemein an jeder, der uns zuschaut. Es ist jetzt offiziell, Release ist am 3. März. Ja, da ist schon mal der Hype-Train voll unterwegs. Headstart für die, wo sich das 100-Euro-Paket vorbestellt haben, ist der 28.02. Diejenigen, die sich das 50-Euro-Paket gekauft haben, die dürfen dann schon am 1. März anfangen. Und die CPT2 findet am 18.02. statt. Jetzt gibt es eine kleine Vorstellrunde. Fangen wir doch einfach mal bei dir an, Chuck. Oh, immer ich. Ehre. Also, jeder kennt mich unter twitch.tv/chuckforfun. Ich bin 26 Jahre alt, zock schon, seit WoW ganze Zeit MMOs und jetzt ganz intensiv jetzt Black Desert. Und ja, wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir heute sehr viel Spaß haben, viele Diskussionen finden und auch ganz viele Fragen von euch bekommen, die wir hoffentlich alle beantworten können. Ja, und jetzt gebe ich mal weiter an unseren Chamber. Hallo Leute. Ich spiele Black Desert jetzt schon seit November letzten Jahres und streame seit ungefähr einem Monat, nicht mal. Wir haben uns hier halt zusammengefunden, um euch die Möglichkeit zu bieten, uns, den Leuten, die halt auf den anderen Versionen Korea, Russland spielen, einen Einblick ins Spiel zu geben. Und ich hoffe, wir haben viel Spaß. Jetzt gebe ich mal weiter zu Dark Fog. Ja, Leute, also ich bin der Dark Fog, spiele seit einem Monat auf Korea, habe mich davor schon einiges informiert über das Spiel, hauptsächlich halt Witch am Spielen, auch in der CBT am Start gewesen, stream jetzt seit ein paar Tagen erst und hoffe auf eine nette Runde im Podcast. So, bis du. Wird auf jeden Fall eine nette Runde, das garantiere ich dir. Ich bin der BC Giant. Ich spiele BDO jetzt seit Ende Oktober. Hab eine kleine Real-Life-Pause wegen Studium eingelegt. Ich streame jetzt aktiv wieder seit Anfang Januar. Bin hauptsächlich auf dem EU-Server unterwegs und spiele eigentlich auch hauptsächlich nur Krieger. Und ich hoffe auch, dass wir euch heute Abend mal echt ein paar Fragen beantworten können, wo sich noch viele Leute ungewiss sind. Zum momentanen Stand des Spiels, was sind da so eure Meinungen, also eure Zukunftserwartungen für das Spiel, wie das Spiel momentan ist, was meinst denn du dazu, Chuck? Also ich hoffe einfach mal, dass sie ja nicht so den Hype-Train einfach reinlassen, wie bei anderen Spielen, wie zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele, wo immer so Hype-Train gemacht worden ist, wie zum Beispiel Wildstar oder ESO, dass sie es einfach Ruhe angehen und dass sie einfach eine konstante Beziehungen haben, anders gesagt auch konstante Beziehungen im Sinne von der Community, dass sie viel auf uns zum Beispiel hören, weil das machen ja einige Communities ja zum Beispiel gar nicht oder andere Spiele. Ich hoffe einfach mal, das wird ein sehr solider Start, dass es nicht kein Hackmeck gibt, zum Beispiel Server gehen down oder sonstiges. Ich hoffe einfach mal, dass man in dem Spiel einfach eine Langzeitmotivation findet, die man halt früher in gewissen Spielen relativ schnell halt verloren geht, weil halt gewisse Sachen zum Beispiel halt geändert worden sind. So sehe ich das jetzt zum Beispiel. Dark Fog. Du bist ja mir persönlich auch aufgefallen, da du ja ziemlich aktiv in den ganzen Twitch-Streams unterwegs warst und auch sehr viel Wissen jetzt, finde ich es, dass du sehr viel Wissen an die Leute auch weiterreichst. Du bist ja hauptsächlich auf Korea unterwegs. Meinst du, das Spiel, so wie es in Europa jetzt bekannt gemacht worden ist, dass es auch gut ankommen wird? Mit den Änderungen von Korea und Russland? Ja, es müssen halt auf jeden Fall Änderungen her für den europäischen Markt, da es, wie in Korea viele wissen, ja ziemlich grindlastig ist und auch einen Cash-Shop gibt, der schon ein bisschen Vorteile verschafft,
beziehungsweise ein bisschen random ist auch. Und das wird ja für den europäischen Markt angepasst. Und die Änderungen, die jetzt so rübergekommen sind, was Daum so vorhat, beziehungsweise noch vorhat, sind ziemlich gut. Und sie gehen ziemlich auf die Community ein. Und wer im Forum unterwegs ist, sieht auch, wie aktiv die CMs da sind, ganz besonders Joska. Und das hat mich schon ziemlich positiv gestimmt, im Gegensatz zu anderen Publishern, die jetzt mehr Wert auf Moneymaking gelegt haben, anstatt auf die Community zu hören. Natürlich darf man nicht zu viel auf die Community hören, weil viel wird auch dann einfach kaputt gemacht durch die Community. Aber so im Großen und Ganzen gehen sie das ganz gut an. Es sind noch ein paar Themen offen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es eigentlich ziemlich gut, was sie jetzt gemacht haben. Also ich persönlich, ich erhoffe mir echt sehr viel von dem Spiel. Ich glaube, es hat auch sehr viel Potenzial, echt ein Gigant in der neuen MMORPG-Szene zu werden. Bist du da der gleichen Meinung, Champ, oder meinst du, es wird eher sowas für nur eine Hardcore-Community? Oder eher so für jeden, dass jeder was findet, so für die Zukunft? Also ich persönlich bin der Meinung, dass das Spiel sich auf jeden Fall für jedermann eignet. Ob es jetzt ein Casual-Spieler, ein Hardcore-Spieler oder ein RPler ist. Das ist immer eine Sache, die bleibt halt mit jedem selbst überlassen. Also man sollte aber einer Sache bewusst sein, das Spiel, was sie bei uns rausbringen, ist ja schon in Korea eine Weile raus. Und da hat es sich nicht so gut gehalten und ich hoffe halt, dass die Entscheidungen, die die Publisher bei uns treffen werden, also Daum EU und große Props nochmal an CM Joska, der hat halt seinen Job. Ich weiß nicht, der schläft halt nie, ne? Der Kerl, und dann an sich kann ich halt nur sagen, ich hoffe, dass das Spiel mindestens für ein paar Jahre hält und ich da meinen Spaß rausziehen kann. Und wenn die Entscheidungen richtig sind und die Population des Spiels auch immer hoch bleibt, dann können wir da auf jeden Fall noch einiges mehr erwarten von Content-Erweiterungen und alles, was sie noch da geplant haben, was sie im PM-Diary gesehen haben, wird auf jeden Fall schon geil. Also ich glaube, wir sind uns alle vier einig, dass das Black Desert schon eine besondere Art von Spiel ist, weil es ist selten, also ich habe echt lang nicht mehr ein Spiel gesehen, wo die Community schon vorab so viel, so groß ist und so aktiv ist. Und also für mich ist es auch Teil echt, dass die Community so jetzt auch mit den Devs zu tun hat. Und das ist für mich auch das Besondere am Spiel, dass es einfach ein Potenzial da, auch für längere Zeit echt eine Gemeinschaftsbildung zu haben. Oder, seht ihr das auch so oder meint ihr, ist es irgendwas anderes Besonderes am Spiel, wieso die Leute so drauf anspringen? Ich sag mal so, viele denken einfach, das Spiel, kann ein Spiel werden, was für jedermann eventuell sein wird, sagen wir es mal so. Es hat gut, es hat jetzt zum Beispiel, wie man halt in gewissen anderen Spielen, man hat früher vielleicht 10 Jahre lang WoW gespielt und ist dann irgendwann mal angekotzt und jetzt erwartet man, dass man auch in Black Desert seine Instanzen kriegt, hat man zum Beispiel halt nicht. Aber wie man zum Beispiel schon sieht, dass die Dorm-Mitarbeiter oder sprich die sich im Forum zum Beispiel drum kümmern, extra für die RPler, ganz besonders extra für die jetzt mal ein Forum aufgemacht habe, dass die RPler sich hier treffen können, weil anscheinend finden die RPler das Spiel, ihre Marschen, was sie so vorhaben, RP-Sachen etc. pp. Schon sehr gut. Also ich kann schon sagen, also ich denke mal, es kann wirklich für den Hardcore-Spieler bis hin zum Casual-Spieler eigentlich jeden mal so treffen, finde ich persönlich, weil ob man jetzt wirklich jeden Tag 24-7 am PC sitzen kann oder vielleicht nur nach Feierabend eine Runde fischen geht, ganz besonders ich bin ja der Fischmaster. Ja. Also ja, ist ja so. Obwohl, ja, ist ja so im Endeffekt und von daher, sage ich mal so, man kann es jeder finden, ob das jetzt der Casual-Spieler ist oder halt wirklich der Hardcore-Spieler, der wirklich mit seiner Gilde was erreichen will, denke ich, man kann wirklich das Spiel für die deutsche Community, sagen wir es mal so, viel, viel erreichen. Sagen wir es mal so. Und deine Meinung? Also, ich finde, zuallererst einmal muss man sagen, Black Desert haben wir jetzt, ich weiß nicht, wie viele von euch und wie lange ihr das Spiel schon verfolgt, weil ich verfolge das Spiel jetzt ungefähr seit Mitte letzten Jahres. Und man muss schon sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, da war ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein MMO ist und ob das Spiel wirklich so rauskommt. So. Und da habe ich erfahren, dass es auf Korea rauskommt und dann bin ich natürlich die Grafikkugel, die ich bin, muss ich sagen, ich war komplett befriedigt. Und der Inhalt, der in diesem Spiel vorhanden ist, den kann man so
zum Beispiel in ein paar Stunden oder in ein paar Sätzen oder einfach so nicht zusammenfassen. Weil die Komplexität, die da vorherrscht im Crafting-System, selbst im Combat-System von den ganzen Kombos, die man da machen kann, das ist einfach etwas, was ich schon als Next-Gen-MMORPG bezeichnen würde. Und deswegen bin ich da echt zuversichtlich. Was ist deine Meinung dazu, Dirk? Was ist so das Besondere für dich? Das Besondere für mich, die Komplexität am Spiel, ganz eindeutig. So andere Spiele, wenn man so vergleicht, da steigst du ein, machst deine Quest bzw. levelst hoch 50, dir wird genau gesagt, was du zu tun hast. Du levelst per Quest, du farmst dann dein Gear in irgendwelchen Innis, dir wird alles vorgegeben. In BDO ist es halt einfach, du musst es selbst rausfinden, das meiste. Dir sagt niemand, was ist dein bestes Gear, wo kriegst du es, was musst du machen. Du kriegst am Anfang ein paar Tutorial-Hilfen, die dir ein bisschen helfen, wie du ins Spiel reinkommst, aber danach bist du komplett auf dich gestellt. Beziehungsweise musst dich halt vorher informieren. Wie Champ gesagt hat, man kann nicht in ein paar Stunden das Game beschreiben, weil es dafür viel zu komplex ist. Allein, sagen wir mal, die Mounts, die Komplexität, in anderen Games, du holst deinen Mount, das war's. Du hast es, das reitest irgendwo hin damit, fertig. In BDO kannst du mit Mounts so viel machen. Alleine, die können Skills haben, die kannst du leveln, Gear anziehen, färben und. Und allein das ist schon um einiges komplexer. Und so sind halt auch alle anderen Inhalte in BDO, was halt mir ziemlich viel Spaß macht, weil ich endlich mal was Neues rausfinde und es von selbst rausfinden muss und mir das nicht vom Spiel vorgegeben wird. Und auch, ich kann machen, was ich will in dem Spiel, mir nicht vorgegeben, hey, du musst in den Dungeon laufen, sondern hey, ich kann mein Gear selber farmen, ich kann es selbst upgraden oder ich kann es halt einfach im AH kaufen. Das finde ich ziemlich gut. Da stimme ich dir auch vollkommen überein. Also für mich persönlich ist es auch so, dass diese Komplexität echt auf die Klasse noch übergeht. Weil in anderen Spielen spielst du eine Klasse und dir wird gleich vorgeschrieben, wie du sie am besten spielst, welche Rotation du fahren musst. Und ich finde in BDO das Klassensystem, jede Klasse ist komplex. Ja. Und du musst echt Zeit investieren, die Klasse echt zu meistern. Also ich persönlich, ich habe den Krieger gesuchtet. Ja, und habe halt gemerkt, dass er sich komplett anders spielt im PvE, im PvP und in Guild oder in Zerg-Kämpfen. Ja, da musst du drei komplett verschiedene Spielarten meistern, um mit ihm echt gut zu sein. Also der Krieger ist für mich persönlich zum Beispiel eher was eher passiv ist im PvP. Ja, aber in Gilde versus Gilde kannst du echt reinchargen und dann wieder raus. Und im PvE kannst du echt komplette Mob-Gruppen an dich ranlassen, stunnen und fertig. Ja, und zum Beispiel jetzt der Ranger, ich weiß nicht, wer vor allem Champ, du hast doch welche bei dir in der Gilde, ja, die Ranger spielen. Also beim Ranger ist es halt so, ne, diese Klasse wurde in Korea, auf der Version spiele ich übrigens, und Chuck und Foggy auch, außer der BC, der spielt auf Russia. Der Ranger ist halt eine Klasse, die halt recht oft gebufft wurde. Jetzt mittlerweile steht sie halt ganz oben im Massen-PvP und bei Sieges. Und die Sache ist halt beim Ranger ungefähr so, man muss sich das vorstellen, am Anfang ist es eine recht statische Klasse, man macht hier und da einen Seitenschritt und man macht halt nicht so viel Schaden und ab Level 40 ungefähr schaltet man ein paar Skills frei, die echt unglaublich, also lächerlich hohen Schaden machen teilweise. Und beim Ranger ist es auch so, du kommst ja nie an den Mob ran, wenn du zum Beispiel beim PvE-Grinden bist und daher sparst du dir fast komplett die Benutzung von HP-Pots. Natürlich Mana-Pots. Spam ist beim Ranger vorhanden, das muss man schon sagen. Und auch im PvP. Der Ranger, der springt da einfach durch die Gegend, macht seine AOE-Shots und seinen Shotgun-Skill, ganz berühmter Skill, die machen halt besonders hohen Schaden. Und ich würde den Ranger schon im Klassenbalancing im Moment schon auf die obere Liste setzen. Chuck, du spielst ja, ich habe ja dir schon öfters beim Stream zugeschaut, du spielst ja hauptsächlich den Berserker. Wie würdest denn du den Berserker so im PvE und im PvP für an, also so, wo würdest du ihn ungefähr setzen? Ja. Ja, das, viele, die meinen Streamer selber gucken oder allgemein, wenn die Leute so Berserker sind, die sind ja nur ein Move. Die sind ja wirklich den Berserker-Move hoch 10, den Spin-to-Win-Move, den berüchtigten, ich töte immer alles. Ich sag mal so, im PvE ist er eigentlich eine Farm-Maschine oder Grind-Maschine, kann er wirklich werden, wenn man das Gear dementsprechend hat. Da kannst du echt eine Gruppe reinchargen und ab geht's. Im PvP, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich echt keine Erfahrung, weil ich habe in Korea leider keine Gilde oder so intensiv gesucht, dass ich sage, komm, ich zeig jetzt mal ein bisschen noch in der
aktiven Gilde zum Beispiel. Aber was man so hört oder halt zum Beispiel halt sieht, dass wirklich ein Giant mit guten Defense-Stance einfach mal eine Gruppe reincharge, sein AOE dann reinhaut und dann auch Wirbelwind und dann die anderen drei, vier Mates, die mit zu ihm helfen, einfach auch reincharge auf einmal, dass er wirklich eine komplette Gruppe auseinandernehmen kann. Das ist einfach, ich hoffe einfach mal, dass ich so viel Spaß haben werde, dass ich einfach sage, YOLO, Leute, ich gehe jetzt rein, ich töte jetzt mal alles. Und ja, das ist so, darauf freue ich mich am meisten, weil man merkt wirklich, der Giant, wenn er schon uncharged, ey, das ist einfach, ja, er hat seine Schwächen, er muss wirklich an die Leute drankommen, wie zum Beispiel gegen Windranger hat er echt Probleme zum Beispiel, oder zum Beispiel an Wizard, wenn du einen gut equippten Wizard hast, habe ich mal gegen Dagmar, er war mal 4 Stufen über mir, er hat mich mit 3-4 Spells sofort auseinandergenommen. Klar, Gear-Unterschied war schon da, auch wenn wir zum Beispiel das Gear eigentlich angepasst haben, aber er muss wirklich an die Leute rankommen, sonst hat er wirklich seine Schwierigkeiten. Und deshalb hoffe ich mal, durch die Stealth-Mode, die man ja hat, wenn man halt geduckt ist, sieht man ja die Leute ja nicht, dass man eine schöne Position findet und dann heißt es, auf geht's, Berserkers, charged rein, wir kommen dann nach. Da hoffe ich dann mal schon auf schöne kleine Videos, die dann eventuell dann später auf dem PvP oder halt im Sieges oder Node-Siege, was man halt dann später der Gilde veranstaltet, hoffentlich schöne Videos rauskommen. Das glaube ich auf jeden Fall. Champ, ich war ja bei euch drei immer auf dem Stream und schauen wir immer eure ganzen Sachen an. Du spielst ja hauptsächlich die Schwarzmagierin und auch deswegen auch erstmal fettes GZ zu Level 56 in deiner Sense. Ich habe bis jetzt von dem, was ich weiß, von dem, was ich mitbekommen habe, ist der Skill-Level, wo man haben muss, um die Sorg richtig zu meistern, schon extrem hoch. Was ist denn so deine Meinung da dazu? Also, zum Skill-Level kann ich eins sagen. Man sagt natürlich, Sorceress, schwierige Klasse, steht auch sogar am Anfang, wenn man so eine Klasse auswählt, da steht da irgendwie, ja, Schwierigkeit der Klasse. Kommt so schon hin, aber letzten Endes muss ich sagen, selbst beim Krieger, selbst beim Giant, ja, die guten Spieler und die sehr guten Spieler und die Top-Spieler, die trennen sich immer, egal wie gut das Gear ist. Sagen wir mal, alle haben dasselbe Gear. Man sieht immer einen Unterschied, da wir hier beim Action-Combat-System sind. Nun zur Schwarzmagierin selber, ich spiele die halt schon die ganze Zeit. Also ohne Ausnahme, ich habe nur Schwarzmagierin gespielt. Ich habe ein paar Klassen angetestet. Ich habe auch in der Alpha Schwarzmagier mal gespielt. In der CBT1 habe ich die ganze Zeit... okay, lass uns lieber Sorceress sagen, wenn das okay für euch ist. Oder Sorg. Kommt mir einfach besser. Die Klasse ist super wendig. Super mobil, hat einen immens hohen Burst, wenn man weiß, wie man die Kombos aneinander reiht und die Skills aneinander reiht. Und in Sachen PvE und PvP unterscheidet sie sich immens. Nun, zu Korea ist es so, die Klasse ist recht gut, wenn es in PvP ankommt, aber mit der Sense, die ich jetzt neulich bekommen habe, ist es einfach lächerlich. Also, ich kann ranchargen, meinen AOE machen, den die Gegner nicht dodgen können, kann den Gegner stunnen, dann kann ich meine Sense rausholen, kann ein riesiges schwarzes Loch auf die Gegner beschwören, der die Gegner in das schwarze Loch reinzieht und immens hohen Schaden macht. Und selbst mein 200% Skill, den habe ich heute gerade mal ausprobiert, da fliege ich in der Luft und dann ist da so ein riesiger AOE um mich rum, wo dann Schwärme von Raben oder sowas hin und her und alles wird down geschmissen und alle sterben. Das ist einfach lächerlich. Gut. Zu den Skills soweit. Zum PvE kann ich nur eins sagen. Wer den Sorcerer wirklich mag, der wird den auch spielen. Wer der Meinung ist, dass er irgendwas braucht, wo er PvE schnell hochkommt, sich viel Money grindet, der ist beim Sorcerer auf jeden Fall schlecht bedient. Man hat mir gesagt, und das habe ich auch selber in Erfahrung gebracht, so dass in CBT1 die Sorceress schon gebufft wurde. Konnte man auch merken, beim PvP ganz besonders. Aber im Grinden, das ist einfach nicht das Wahre. Also verglichen mit dem Tamer, den ich gespielt habe, und der Witch und dem Giant, den ich gespielt habe, ja, die waren aber nur alle Level 30 bis 40 ungefähr, ist das auf jeden Fall, die kommt nicht mal nah an den Giant ran. Also die hat da schon ein paar AOE-Skills. Damit kann man auch was gut anfangen, wie zum Beispiel Dark Waves, also so Wellen oder so eine riesige Bombe, die sie da wirft. Okay. Aber im PvP kommt sie wirklich zum Vorschein und da ist auch das Hauptaugenmerk von Schwarzmagierin. Da geht es einfach nur darum, im 1 gegen 1 zu übertrumpfen und im Siege dann quasi
den Burst zu bringen, wenn er nötig ist. Also man ist halt recht mobil und man kann halt ein Target direkt schnell ausschalten, wenn man es gut Ja, das ist handhabt. ja, da ist ja quasi auch so beinahe so das komplette Gegenteil zur Walküre. Weil die Walküre ist ja noch defensiver als der Krieger unterwegs. Im Krieger hast du halt noch ein paar Movement Skills und einen höheren Damage Output. Und die Walküre an sich ist echt so für mich persönlich oder von dem, was ich jetzt gesehen habe und von dem, was ich getestet habe, ist die Walküre echt der Charaktere, wo am defensivsten ist. Also wenn du eine Walküre echt gut spielen kannst, dann hauen sich echt zwei, drei Leute an dir die Zähne aus. Ja, Richtig. dafür bist du halt nicht wirklich der mobilste oder hast großteils ein großes Sortiment an AOE, aber du hast halt echt Sustainability. Ja, und ich denke, es gibt sehr viele Spieler, die auch nicht so dieses Rumgehopfe haben, wie du es beim Blader, bei der Sorceress oder beim Ninja hast und halt echt so, die auch die Walküre bevorzugen werden, da du halt echt mit der Walküre Choke Points und so weiter im Gilde versus Gilde dicht machen kannst. Ja, also die Walküre ist für mich auch ein ziemlich starker Gilde versus Gilde Vertreter, genauso wie der Wizard, aber vom Wizard habe ich persönlich nicht so viel Ahnung. Dark, da weißt du nämlich mehr, weil ich glaube, dein Main ist sogar der Witch. Ja, mein Main ist der Witch, nicht der Wizard. Es gibt die beiden Klassen Wizard und Witch. Da gibt es keinen Unterschied. Die sind komplett identisch. Bei den anderen Klassen ist halt so, dass du Unterschiede hast. Aber bei Wizard und Witch sind es komplett eins zu eins dieselben Skills. Im PvE natürlich eine Bombe durch die ganzen vielen AOEs, was man hat. Und eigentlich fast jeder Skill CC irgendwie. Und ist im PvE ziemlich gut und ja, hat man eigentlich keine Probleme soweit. Das Problem ist erst, wenn Mobs blocken, dann ist es ziemlich nervig, weil man Range ist und fast und nichts hat, um das irgendwas entgegenzusetzen. Ist auch ziemlich nervig, wenn man Mana liegt dann, weil man einfach kein Mana zieht, wenn es blockt, da musst du gut aufpassen. Sonst, was noch im PvE ziemlich nervig ist, wenn es größere Mobs sind, dann sind sie meistens auch stärker und können nicht CC'd werden. Dann hat man ein bisschen Probleme noch mit der Witch. Sonst klärt man eigentlich ziemlich gut und kann eigentlich ziemlich gut damit farmen. Das taugt mir extrem. Von der Spielweise her, das meiste sind irgendwelche Animationscasts. Nicht wie man aus anderen Games kennt, dass man alles casten muss. Es gibt natürlich auch Skills, die man casten muss. Aber der Großteil ist eigentlich nur durch Animationen. Sonst im 1-1 ist es ziemlich schwer mit der Witch, da man halt die ganzen Animationscasts haben und auch die dauern seine Zeit zwischen, ja, so 2, 3 Sekunden, muss man da schon rechnen. Und da es ein ziemlich schnelles Combat-System ist und viele halt einfach einen Block haben oder einen Charge, hat man es als Witch bzw. Wizard ziemlich schwer im 1-1. Dafür trumpft die Klasse dann halt im Gruppenspiel. Da kommt es erst zur Geltung. Das Problem ist auch im Gruppenspiel, dass man ziemlich oft wahrscheinlich gefokust wird, da man halt einfach eine der stärksten Klassen dann ist und da halt eigentlich meistens nur am Rummoven ist und fast wahrscheinlich keine Skills usen kann, zumindest im Small Ja, auf Scale. jeden Fall. Aber im größeren Gruppenspiel ist dann die Witch eine ziemliche Bombe. Okay, hat irgendeiner von euch Erfahrung sammeln können mit der Tamerin? Ich habe sie mal kurz angespielt, habe gemerkt, sie ist schon, kann auch extrem Movement vorzeigen, ist angeblich auch im höheren Level ein bisschen tanky. Ja, ich hatte halt noch nicht so die Erfahrung mit dem Tier. Ich weiß nicht, hat da irgendjemand von euch mal. Also, ich habe schon gegen Tamer PvP gemacht in der CBT, hatte auch da meine Level 57 Tamerin, die ich da gefightet habe in Korea. Natürlich unbesiegbar für mich damals, aber die Sache ist halt bei der Tamerin, das Pet macht halt schon einen großen Unterschied. Angenommen, du bist jetzt bei einem Fight um deinen Grinding Spot. Der Tamer wird so 90% der Zeit dämonieren. Warum? Weil er eigentlich zwei Personen ist. Oder beziehungsweise zwei Charaktere, also der Tamer selber oder die Tamerin und der Hund. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber nennen wir ihn mal Hund. Die beide machen halt richtig bescheuerten Schaden, wenn sie zusammen angreifen. Das sind quasi zwei Leute, die gleichzeitig angreifen. Natürlich ist der Tamer, wenn er seinen Hund verloren hat, ein bisschen aufgeschmissen. Also muss man schon sagen, weil der Hund hält meines Wissens auch nur irgendwie für 4 Minuten und man kriegt ihn ab Level 20.
Aber ansonsten, ja, Hai Lang heißt der Hund anscheinend. ja, der Thema ist halt so eine Sache, ist in Korea nicht mehr wirklich gefragt. Da gab es ein paar Nerfs, aber die sind für uns gerade nicht wichtig. Ich hoffe, bei uns machen die das da besser. Denn nach plus 15, also beim Enchanting, oder nach Level 50 besser gesagt, skaliert das Pet einfach nicht mehr mit. Und da bei uns das Level Cap erstmal bei 50 oder 51, 52 irgendwie so liegen wird, wird das erstmal kein Problem sein. Also die Leute, die wirklich interessiert sind am Thema, können sich daran auch erstmal wagen und sollten da keine Angst davor haben, dass es irgendwie zurückfällt. Okay. Es wird ja bei EU-Release, wenn ja nicht alle Klassen, die momentan auf Russland und Korea zur Verfügung sind, zur Verfügung sein. Ja, darunter fallen ja auch der Playmer und der Ninja. Also ich konnte zum Beispiel konnte ich erste Erfahrungen mit dem Playder sammeln und der Playder ist echt auch extrem mobil. Hat halt meines Erachtens nach einen ziemlich wenig CC. Und ich habe auch jetzt schon mitbekommen, dass der Playder in größeren Schlachten auch eher als Scout benutzt wird, weil er halt so mobil ist. Ja. Wobei der Ninja auch enorm mobil ist, aber dafür nicht auf eine längere Strecke, sondern eher in einem kleinen Raum. Also er springt enorm hin und her, mehr, also klar, ich glaube sogar als die Sorceress. Ihr spielt auf Korea, habt ihr schon mal irgendwie was mit dem Ninja zu tun gehabt, selber Ninja mal probiert im PvP, PvE? Boah, der Ninja ist halt so eine Schwer. Klasse, ne? Die ist halt recht neu. Und da die meisten von uns halt wissen schon, was ungefähr bei uns kommen wird, haben wir da nicht wirklich viel Zeit investiert, würde ich sagen, oder Leute? Ich habe jetzt nur mal ein bisschen Blader mal so als Just for Fun mal ein bisschen Blader mal so hochgelevelt auf 35. Wie gesagt, wie schon Giant gesagt hat, das ist halt sehr, sehr mobil. Aber ich finde ihn so, der hat so zwei, drei Spells und dann fallen eigentlich schon die Mobs um. Was hat CC angeht, keine Ahnung. Das ist echt die Schwierigkeit. Man hat jetzt auch nicht so in Korea so viel, aber muss ich persönlich sagen, so viel getestet bis jetzt. Wie gesagt, weil ich glaube, wir haben uns zur größten Zeit speziell auf unsere Chars so spezialisiert, was jetzt die anderen Chars so machen. Man liest zwar ein bisschen so über die Kunicha, wie heißt die? Kono, ach Gott, Kono, Ichi, oder wie die Kunoichi, heißt, Kunoichi, dass sie halt anscheinend auch sehr, sehr mobil sein soll, im Sinne von Mobility, dass sie halt auch sehr viel scouten kann, dass sie auch Angriffe zum Beispiel sehr, sehr gut ja. dodgen kann. Das habe ich zum Beispiel sehr einmal mitgesehen, weil die haben sich mal duelliert, so zwei Koreaner irgendwie, habe ich mal ein bisschen zugeschaut und das sah echt schon krass aus, was sie da rausgehauen haben. Wie gesagt, aber halt, was ich wahrscheinlich so auch darüber schon gelesen habe, ist halt, dass der Fakt ist, dass es auch eine sehr, sehr komplexe Klasse ist. Es ist jetzt nicht eine Klasse, wo man wirklich so zwei, drei Buttons drücken muss, wie zum Beispiel beim Giant, und man hat seine Moves. Bei der Klasse zum Beispiel ist es halt wirklich so, dass du wirklich deine Spells wirklich merken musst und so genau wissen musst, was gerade passiert, zum Beispiel, wenn halt attackt wirst oder so, dass du eventuell schnell dodgen kannst. Okay. Habe ich gesagt. Apropos Deutschland und so weiter, Dark Fog, was sind so deine Meinungen dazu, dass es halt Action Combat ist und dass du kein Tap-Targeting oder irgendwie Quick-Slots und so weiter hast? Findest du das eher gut, eher schlecht? Ja, ich habe wie zuerst schon gesagt, ich finde es super, dass das Spiel so komplex ist. Also mir gefällt natürlich dann das Action Combat auch ziemlich gut. In anderen Spielen hat man ja auch manchmal das so ein halbes Action Combat System gehabt, wo man halt kein Targeting mehr hatte, aber dann meistens halt auch mit 1, 2, 3, 4 seine Skills gedrückt hat. Hier ist es ziemlich geil gehandhabt eigentlich, dass man das Ganze über so Combos machen kann, wie SF oder Zurück und E und damit seine verschiedenen Skills ausführt. Man kann natürlich einige Skills in die Leiste packen, aber das verbraucht halt auch mehr Ressourcen dann. Was halt nicht zu empfehlen ist, weil ganz besonders jetzt auf der Witch ziemlich mana-lastig ist und man dann halt einfach extrem viele Pots fressen darf, beziehungsweise manche Skills wie Blizzard oder sowas den Ultimate erstmal gar nicht ausführen kann. Wie gesagt, es ist ziemlich geil. Man muss reinkommen natürlich. Es ist nicht so einfach wie einfach 1, 2, 3, 4, 5 drücken. Und manchmal verklicke auch ich mich noch und dann passiert irgendwas anderes. Es ist ziemlich nervig. Aber es macht ziemlich viel Spaß und dann ist auch das ganze Grinden um einiges angenehmer. Das ist meine Okay, Meinung. also da stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich finde auch, dass der Content
der BDO momentan bietet, auch für mich persönlich, wie wir schon am Anfang gesagt haben, sehr komplex ist, obwohl es sowas wie Instanzen gar nicht gibt. Ja, also ich habe auch 10 Jahre WoW gespielt, für mich ist es momentan echt wie ein Urlaub, dass ich nicht mehr jeden Tag 5, 3, 5 oder 6 Instanzen laufen muss, dass ich einfach mein Ding machen kann. Wie sind eure Meinungen dazu, wie so momentan der Content ist, ja, von Instanzen über World, über die Boss-Scrolls, über das Node-System? Findet ihr, es ist zu viel, es ist genau richtig, könnte mehr sein, so in 1, 2 Sätzen beschrieben? Also, hör mir auf mit Instanzen. So. Ich finde zum Beispiel persönlich, dass Instanzen eine Sache sind, die liegen in der Vergangenheit. Sowas braucht man nicht, weil es gibt natürlich Sachen, bei denen man sowas einbauen kann. Und da kann ich mal was erwähnen, was den meisten vielleicht nicht ganz aufgefallen sein könnte. Denn es gibt nämlich in Korea eine Mechanik, wenn man zum Beispiel eine Boss-Schriftrolle hat. Da geht man an den Standpunkt, der ist halt irgendwo in der Open World, da geht man hin mit seinem Party am besten 5 Leute, weil jeder kriegt Loot. Dann beschwört man den Boss und was dabei passiert ist quasi, angenommen, da sind noch 3 andere Gruppen. Du wirst in eine dynamische Instanz geportet, während du diesen Boss beschwörst und die anderen Gruppen um dich herum verschwinden. Das ist die Instanz, die wir brauchen in diesem Spiel. Also Instanzen komplett kann ich mir nicht wegdenken, weil das sind halt Man wird halt quasi geportet in eine andere Ebene des Spiels quasi und dann kann man so sein Ding machen für kurze Zeit und dann kommt man halt weg. Also man ist nicht wirklich aus dem Spielgeschehen raus für längere Zeit. Okay. Denn das würde mich zum Beispiel am Spiel stören. Also das ist halt echt, das ist so wie es jetzt ist mit der Open World, das ist, es funktioniert einfach. Chuck, ihr drei. Entschuldigung, ihr drei, ihr spielt ja alle in Korea und in Korea gibt es ja schon den Media und den Valencia Content. Meinst du, Leute in Europa und Nordamerika verpassen viel, weil wir den noch nicht haben werden beim Release? Oder haben wir genug Content, den wir haben bei Release und können wir uns darauf freuen, wenn wir Dion und Valencia rauskommen? Ich sag ganz ehrlich, für den Anfang ist es eigentlich genug, weil die Leute werden, glaube ich, erstmal überschlagen, ganz besonders die neuen Spieler, was sie alles machen können in dem Spiel. Ich finde das. Klar, gibt es immer das Gefläme, ich will Valencia haben, ich möchte vielleicht schon von Anfang an mit dir haben, aber ich sag mal, Leute, steigt erstmal ein, versteht erstmal, wie man die Notewords macht, versteht erstmal, wie man Gilde versus Gilde macht, wenn man komplett neu ist, versteht erstmal, wie man die ganzen Contribution-Quests macht, versteht erstmal, wie man craften kann, versteht erstmal, wie man die Berufe zum Beispiel pushen kann. Man hat so viel rein theoretisch mit der Gilde zu tun, schon am Anfang an, dass man eigentlich, sag ich erstmal so, ich finde das eigentlich sogar schon gut, dass sie erst sagen, komm, wir warten erstmal die ersten 3 Gebiete, dann kommt irgendwann mal später vielleicht 2 Monate, das weiß ja noch keiner von uns, kommt dann mit dir im Endeffekt und dann später kommt Valencia. Ich sag mal persönlich, also persönlich ist es so, für den Anfang finde ich es eigentlich gut, dass es nicht gleich so, dass der Spieler nicht gleich so überhäuft wird, dass er halt, oh Gott, der muss 50 pushen, dann muss er gleich ins nächste Gebiet, dann muss er gleich auf 55 schnell pushen. Dann möchte ich noch kurz was sagen, was den Media und den Valencia-Content angeht, ja. Vergesst, also ich hoffe, dass ihr alle so früh wie möglich in dieses Spiel einsteigt, denn ich denke, dass das Spiel, der Start, recht gut verlaufen wird. Ich meine, natürlich reibungslos funktioniert eigentlich so ein Spielstart fast nie, war meine Erfahrung bisher mit vielen Spielstarts. Denn der Content, den wir haben, das sind die goldenen Tage vom Spiel, meiner Meinung nach, weil das Balancing wird das Beste sein, was wir bisher im Spiel gesehen haben, meiner Meinung nach, denn vieles wird gebalanced. Das Enchanting wird nicht so RNG-lastig sein, wie wenn sie die Enchanting-Level erhöhen und wir werden einfach viel, viel Leute da haben und viel, viel PvP und das wird richtig geil. Okay. Wo ich angefangen habe zu streamen, habe ich sehr viele Fragen bei mir auf dem Stream beantwortet bezüglich Bosse und Raids und so weiter. In den letzten Jahren, also es gibt echt kaum MMORPGs, wo es keine instanzierten Gruppencontent mit Raid-Bossen gibt. Guild Wars 2 hat jetzt auch Raid-Bosse eingeführt. Es gibt, in BDO gibt es diese Gildenbosse. Ja, Darkfolk, meinst du, das reicht für die Leute? Meinst du, das ist genug? Oder meinst du, irgendwann wird echtes Verlangen so groß sein, dass sie irgendwann mal wieder Raids einführen? Oh,
Bosse gibt's genug in dem Spiel. Also zum einen die World-Bosse, wobei am Anfang wahrscheinlich nur Zarka da sein wird, später noch die Harpie und der Drache dazukommt. Ich glaube vielleicht ist sogar Zarka nicht dabei, aber das wird auf jeden Fall sehr schnell nachgepatcht werden. Ich hoffe mal, wie gesagt, weil das wäre echt doof. Sag ich ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist er dabei. Das sind halt wirklich, da brauchst du eine große Gruppe, ganz besonders am Anfang, wenn das Gear noch nicht so gut ist. In Korea läuft es mit den übergierten Leuten halt auch schon ziemlich gut, mit ein bisschen weniger Leuten. Weil wie gesagt, am Anfang wirst du da auf jeden Fall mehr Leute für brauchen. Das Ganze ist auch Open World. Deswegen kann es sein, dass da halt auch PvP zustande kommt, dass gewisse Gilden den nur haben wollen und nichts abgeben. Aber es spawnt halt auch auf allen Stellen gleichzeitig. Sonst gibt es halt noch Field-Bosse, die in bestimmten Gebieten rumstehen. Davon kriegen wir halt auch mehr. Alle Black Spirit-Bosse, die man jetzt so rufen kann, werden bei uns als Field-Bosse wird's geben. Dann gibt es überall noch in jedem Farming-Gebiet noch kleine Elite-Bosse. Die sind ein bisschen stärker, aber jetzt nicht. Die schafft man auch solo. Field-Boss und World-Boss ist halt wirklich Gruppencontent ab 20 Leuten oder sowas, wie Daum jetzt gesagt hat. Okay. Die, wie gesagt, dann gibt es halt noch Daily, Weekly Scroll-Bosse, beziehungsweise halt auch die Scrolls kann man looten, die droppen. Und man kann Items bekommen beim Fischen und so weiter, das was sicher schon einige mitbekommen haben, diese Relics. Und die kann man auch nochmal umwandeln in einen Scroll-Boss. Okay, das ist, wie gesagt, auch gut in der Gruppe zu machen. Es wird ja, ist ja bekannt geworden, dass es auf Europa wird es ja eh Gruppenloot geben bei solchen Bossen. Du hast auch gerade angesprochen, hier, dass die Bosse auf jeder Instanz droppen und was halt auch 1-1 mit dem Open World PvP gibt. Chuck, was meinst du? Meinst du, das kommt wird in EU angehen, weil es ja schon die großen Diskussionen wegen PKs und so weiter gibt und wie stark sich das Open World PvP auf genau solche Events wie World Boss und so weiter auswirken wird? Da bin ich einfach nur. Das ist halt eine gute Frage, weil das ist halt die Frage, wer sich daran erstmal gleich anschmeißen will, an die Bosse zum Beispiel. Die Frage ist erstmal, wann werden die spawnen? Das ist jetzt die allergrößte Frage, sage ich jetzt mal persönlich. Wie gesagt, ich habe selber noch keinen einzigen World Boss bis jetzt gesehen. Ich habe selber nur durch, wie gesagt, Streams oder YouTube halt größtenteils gesehen. Also da kann ich ehrlich sagen, ob da jetzt groß bekannt wird, kann man nicht sagen. Vielleicht, man weiß halt nicht. Vielleicht gibt es dann so 5, 6 Gilden, die sich Allianz geschlossen haben, sagen so, hier zu dem Zeitpunkt bitte keinen PK anmachen. Das weiß man halt nie. Also wie gesagt, aber ich denke mal, vielleicht diese Bosse können schon vielleicht lustige Threads, sage ich mal, in gewissen Form anfangen, wenn dann, wie gesagt, die ersten ein, zwei Gilden dann anfangen, vielleicht einfach sich auf sowas spezialisieren, sagen einfach so, hier Leute, da kann man jetzt anfangen zu pikern, der Boss gerade gespawnt oder in der Nähe. Da bin ich halt mal ganz, ganz richtig gespannt, wie das da abgelaufen wird. Ja, ich auch, das wird auf jeden Fall interessant. Es gibt ja zum Beispiel Open World, es gibt verschiedene Open World Bosse, es gibt den Zarka Boss, der kommt bei uns, der droppt eine richtig geile Waffe. Dann kommt die Harpien-Königin irgendwann, die droppt eine Awakening-Waffe und dann gibt's noch einen Wüstendrachen für alle, die es interessiert. Auf jeden Fall, ich glaube, ganz ehrlich, und Zarka ist quasi so ein riesiges Tentakelmonster. Oder sowas in der Art. Nee, ich glaube also, dass die ist echt, dass es kann funktionieren. Ich denke mal, es wird auch so funktionieren, so wie sie das mit den Bossen gemacht haben. Ja, das halt mit dem Open World, das geht halt ziemlich, da machen sich, denke ich mal, auch sehr viele Neulinge Sorgen. Ja, weil sie mitbekommen haben, es ist Buy-to-Play, ja, und es gibt einen Cash-Shop, ja, und da machen sich viele Sorgen ohne einen Cash-Shop, Pay-to-Win, ja. Also von dem, was uns jetzt bekannt ist für den EU-Release, ja, ist meine persönliche Meinung, es ist kein Pay-to-Win, kann es gar nicht sein mit denen, was angeboten wird. Ja, für mich persönlich ist allein die Tatsache mit den Mileage-Punkten, die du täglich bekommst, ja, das ist der einzigste wirkliche Vorteil, den ich sehe. Ja, die anderen Sachen sind für mich persönlich eher Luxus und es ist nichts da, wo du dir echt einen so dermaßen großen Vorteil rauskaufen könntest mit Echtgeld, dass du es als Pay-to-Win bezeichnen könntest. Ja, im Gegensatz zu jetzt Russland oder Korea. Ja, also ich finde, der Ketchup in Europa ist echt was, wo sich Leute keine Sorgen drum machen können. Dark, ja, was meinst du dazu? Ja, also das, glaube ich, waren alle besorgt, als noch nicht feststand, was im Cash-Shop war.
Und als sie dann wirklich den Cash-Shop angekündigt haben, muss ich sagen, es war mit Abstand einer der besten Cash-Shops, die ich seit langem gesehen habe. Und das in einem Buy-to-Play-Spiel. Es gibt wirklich nichts, was irgendwie einen großartigen Vorteil bringt, wie man es aus anderen Spielen kennt. Auch die ganzen XP-Booster oder so weiter, was man sich in den anderen Versionen kaufen kann, wird alles mit rausgenommen. Auch die Energie-Pots im Cash-Shop an sich wurden rausgenommen. Bis in anderen Versionen kannst du halt auch über den Cash-Shop täglich dein Mileage bekommen, wenn du was kaufst. Das wird zum Glück auch rausgenommen, wodurch man halt hätte einfach am Anfang in den Cash-Shop investieren können und dann die XP-Booster über das Mileage kaufen, was jetzt ja auch nicht mehr möglich ist. Was ziemlich geil ist. Okay, also im Cash-Shop Überrascht. kannst du dir natürlich auch, wo viele gesagt haben, das ist eine Art von Pay-to-Win, was ich nicht wirklich sehe, die Haustiere, ja, die Vögel, die Hunde, die Katzen, die Pinguine. Das ist für mich persönlich, ist es kein Pay-to-Win, für mich ist es einfach nur ein Luxus, ja, weil du Großteil der Sachen, die die Haustiere für dich machen, kannst du selber machen. Ja, natürlich ist es geil, wenn du als Ranger nur rumrennen musst und killen musst und das Zeug sammelt, die Tiere sammeln für dich Sachen ein. Aber als Pay-to-Win würde ich das auch nicht wirklich bezeichnen. Chuck, hast du nicht ein paar Haustiere mit deinem Berserker? Oder? Nö, Ne. ich hab gar nichts in der koreanischen Version, weil A für, ich sag mal so, EU-Spiele.